Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Teil möchte ich mit euch mal über die Müllabfuhr sprechen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, kann aber durchaus ein größeres Problem vor allen Dingen für eure Prüfungsfahrt werden. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht schon mal feststellen müssen in den Ausbildungsstunden. Und es gibt so ein paar Sachen, auf die ihr da wirklich achten müsst, die ihr im Vorfeld wirklich wissen müsst, dass ihr euch gut darauf einstellen könnt, damit ihr in diesen Situationen da wirklich sicher durch eure Prüfungsfahrt kommt und da nicht irgendwo hängen bleibt oder so. Ne? Also ich weiß das aus langjähriger Erfahrung, weil wir einen Prüftag haben, wo sehr viel Mülltonnen stehen, sehr viel Müllabfuhr unterwegs ist und das kostet unterm Strich sicherlich die eine oder andere Führerscheinprüfung übers Jahr. Ja? Und es gibt so ein paar Sachen, die wir uns natürlich gleich in der Praxis anschauen werden. Das fängt an mit den Tonnen selber, die dann natürlich dicht am Fahrbahnrand stehen, das zusätzlich verengen, wenn ihr sowieso schon enge Straßen habt. Wenn Gegenverkehr kommt, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mit dem Spiegel an den Tonnen hängen bleibt. Manchmal stehen Tonnen auch nach dem Leeren nicht mehr genau da, wo sie vorher gestanden haben, kippen vielleicht sogar um, wenn es windig ist, machen das Ganze noch enger. Gelbe Säcke, genau das Problem, fallen manchmal auch um oder wenn es windig ist, werden bis auf den Fahrstreifen auf die Fahrbahn geweht. Und die Müllabfuhr an sich ist natürlich auch ein großes Problem, mit den riesigen Fahrzeugen daran vorbeizukommen. Da müsst ihr mal aufpassen, dass ihr das wirklich mit einem entsprechenden Abstand macht. Unter Umständen kann man dann schlecht den Gegenverkehr kontrollieren und ja, habt dann natürlich auch zumindest mal bei den gelben Säcken auch die Leute, die dann arbeiten, die Säcke ranholen, zum Fahrzeug laufen, über den Fahrstreifen, über die Fahrbahn unter Umständen laufen, auch auf die andere Seite. Also das ganze Thema ist nicht ohne und von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Straße und dann werden wir uns mal diese speziellen Situationen anschauen und dann hoffe ich, dass ich euch den einen oder anderen Tipp geben kann, dass ihr da wirklich sicher durchkommt und keinen Stress bekommt in eurer Prüfungsfahrt, wenn wirklich die Müllabfuhr oder die Mülltonnen auftauchen. So ihr Lieben, jetzt schauen wir uns mal das Problem hier an mit den Tonnen. Gerade wenn ihr in den 30er-Zonen seid, dann ist das relativ extrem, weil die Straßen da sowieso schmal sind. Und wenn die natürlich jetzt hier an der Bürgersteigkante sind oder wenn teilweise gar kein Bürgersteig vorhanden ist, dann ist das schon relativ eng. Und wenn dann auch noch Gegenverkehr aufkommt, ja, dann ist das manchmal gar nicht machbar, dass man da dran vorbeifährt. Und wenn es denn geht, dann müsst ihr wirklich gut aufpassen, dass ihr nicht mit eurem rechten Spiegel an so einer Mülltonne hängen bleibt. Ne? Das ist natürlich ganz klar, dass die das nochmal zusätzlich verengen. Auch die gelben Säcke, wenn ihr mal beobachtet. Das geht auch schon mal schnell, dass da der Wind so ein bisschen weht. Die sind manchmal sehr leicht. Und dann rollen die Dinger hier über die Fahrbahn oder liegen relativ dicht dran, machen das Ganze auch nochmal zusätzlich enger. Also von daher, das ist immer so eine Sache, wo ihr wirklich gut aufpassen müsst. Hier haben wir auch eine Mülltonne, die umgekippt ist. Die kann auch genauso in die andere Richtung kippen. Also von daher immer genau gucken, den rechten Fahrbahnrand beobachten. Wie weit ist das Ganze wirklich im Spiel mit den Tonnen, mit den gelben Säcken? Wie weit wird es zusätzlich nochmal verengt? Wenn kein Gegenverkehr da ist, dann ist das meistens nicht das große Problem. Dann könnt ihr weit genug nach links zur Mitte hin einrücken. Aber wenn Gegenverkehr da ist, dann wird es ganz schnell eng. Und das Beste ist halt immer wirklich langsamer zu werden, Geschwindigkeit rauszunehmen. Dann könnt ihr wirklich das gut beobachten, könnt es gut vermitteln zu beiden Seiten. Jetzt können wir hier vorne nochmal in die kleine Seitenstraße reinfahren. Da standen auch noch mal so ein paar Tonnen. So, dass ihr wirklich das gut vermitteln könnt zu beiden Seiten. Nicht zu dicht zum Gegenverkehr kommt, aber natürlich auch nicht zu dicht an die Tonnen. Denn eins muss euch klar sein, wenn ihr tatsächlich so eine Tonne berühren solltet mit dem rechten Außenspiegel, dann ist die Prüfung an der Stelle logischerweise zu Ende. Also das darf euch natürlich nicht passieren. Und von daher wirklich immer, es geht also schnell. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, hier ist gar nicht mehr so viel Abstand zur Tonne, dass ihr wirklich den Blick immer auch mal nach rechts nehmt und genau guckt, wie viel Abstand habt ihr noch, passt das, kann ich da weiterfahren mit dem Gegenverkehr. Und ja, im Zweifel müsst ihr einfach mal einen Moment stehen bleiben. Das gehört zum Autofahren dazu übrigens. Ja? Im richtigen Moment einfach mal kurz anzuhalten und dann löst sich die Situation relativ schnell auf, wenn der Gegenverkehr durch ist und ihr könnt dann wieder mit entsprechendem Abstand weiterfahren und seid weit genug weg von der Tonne und auch vom Gegenverkehr. So, jetzt möchte ich euch noch ein weiteres Problem zeigen, was schnell entstehen kann, wenn die Tonnen auf dem Bürgersteig stehen. Und wenn wir jetzt mal hier die Straße runter gucken, dann seht ihr, dass es so ein bisschen Slalomlaufen ist für Fußgänger und auch für Fahrradfahrer, gerade für kleine Kinder, die dann auch auf dem Bürgersteig fahren müssen, wenn die morgens zur Schule unterwegs sind. Und dann ist das manchmal so, dass die ganz spontan mal runterschießen auf die Fahrbahn, um an den Tonnen vorbeizufahren, wenn da nicht genügend Platz ist. Ja? Auch mit dem Kinderwagen komme ich hier nicht mehr durch. Also von daher müsst ihr genau beobachten, wenn ihr das seht, dass die Tonnen wirklich so extrem den Bürgersteig verengen, was Fußgänger und was Fahrradfahrer machen. Ja? Und hier vorne haben wir sogar eine Tonne, die dann einmal umgekippt ist, die dann quer auf dem Bürgersteig liegt.
gibt. Und das ist nochmal so eine zusätzliche Würze, zusätzliche Schwierigkeit, die da ganz schnell mit entstehen kann, dass ihr plötzlich die Kandidaten Fußgänger, Fahrradfahrer hier ohne Absicherung auf eurem Fahrstreifen wiederfindet. So, ihr Lieben, dann werden wir uns jetzt mal die Müllabfuhr anschauen. Und zwar, ja, erstmal ein großes Dankeschön an die Firma Tönsmeier und Kollegen, die uns das jetzt mehr oder weniger hier gestattet hatten, das hier ganz offiziell zu machen. Sonst hätte ich das Video nicht für euch machen können. Und jetzt habe ich mir gleich eine Stelle ausgesucht hier, die hier wirklich sehr extrem ist. Wenn ihr mal guckt, die Müllabfuhr kommt jetzt von vorne und da ist wirklich alles zugeparkt, sodass die Jungs jetzt hier wirklich Zentimeterarbeiten machen müssen und mit dem Fahrzeug eigentlich kaum noch da durchkommen. Geschweige denn in solche Straßen irgendwie einbiegen zu können. Ja? Und da geht jetzt erstmal meine erste Bitte an euch, wenn ihr wisst, dass die Müllabfuhr kommt, stellt die Fahrzeuge bitte nicht direkt an die Einmündung, an die Kreuzung, sodass man mit diesen großen Fahrzeugen eigentlich kaum noch eine Möglichkeit hat, wirklich jetzt hier abbiegen zu können. Ja, also wenn ihr hier mal guckt, jetzt ist jetzt an dem Baum eigentlich mehr oder weniger gar kein Platz mehr. Ne? Dasselbe gilt, wenn die mit dem Greifarm kommen. Also jetzt machen das jetzt hier die Kollegen, die holen die Tonnen wirklich mit der Hand ran. Wenn der Greifarm kommt, dann ist es auch in vielen Fällen so, dass das total zugestellt ist mit den Autos, sodass sie die Möglichkeit überhaupt nicht haben, an die Tonnen zu kommen mit dem Arm. Das heißt, der Fahrer muss anhalten, muss aussteigen, muss die Tonne zurechtrücken. Das ist natürlich eine Sache, was das Ganze elendig verlängert und wirklich sehr mühselig ist. Also da auch mal so ein bisschen Appell an euch, wenn ihr euer Auto dann irgendwo abstellt, dann guckt bitte mal ganz genau, wenn da Tonnen stehen, dann ist es nicht besonders sinnvoll, die Tonne mit dem Auto dann zuzuparken. So, dann haben wir jetzt hier die zweite Sache, die ganz wichtig ist. Ihr seht ja, dass das Fahrzeug jetzt hier auf der linken Seite steht. Das kann also durchaus auch mal vorkommen, einfach damit die Tonne jetzt nicht über die ganze Fahrbahn ziehen müssen, damit die ein bisschen abgesichert sind. Ne? Also von daher müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen. Kann durchaus sein, dass das Auto mal rüberfährt, ne? Wenn ihr da vielleicht gerade im Ansatz seid zu überholen, also genau beobachten. Und jetzt werden wir uns aber mal genau anschauen, ja, auf was ihr wirklich jetzt hier alles so achten müsst. Ich bleibe jetzt einfach mal so einen kurzen Moment dahinter stehen. Und also ihr seht schon, dass die jetzt natürlich jetzt hier richtig in Action sind, die Jungs, und sind natürlich fokussiert auf ihre Arbeit. Ne? Dann stehen die oftmals auch, wenn sie die Tonnen einhängen, mit dem Rücken vielleicht auch zu euch, gerade zu dem Gegenverkehr, wenn er von der anderen Seite kommt. Also von daher müsst ihr da wirklich immer sehr genau beobachten, immer weg von Personen. Da muss wirklich immer viel Abstand dazwischen sein. Nichtsdestotrotz müsst ihr natürlich dann unter Umständen auch mal gucken, dass er an diesem großen Fahrzeug dann irgendwie vorbeikommt. Und dann ist es ganz wichtig, dass er wirklich jetzt ein paar Sachen dann abcheckt. Einmal darf da keine durchgezogene Linie sein. Es darf keine Sperrfläche sein, die ihr beim Überholen, beim Vorbeifahren dann überfahren würdet. Und ihr müsst natürlich ausreichend nach vorne beobachten können, euch eine große Lücke suchen können zum Gegenverkehr, weil ihr natürlich auch langsam fahrt. Und wenn ihr euch natürlich jetzt ganz auf der rechten Seite versteckt, dann wird es für euch schwierig, dann könnt ihr schlecht an diesem großen Fahrzeug vorbeischauen. Also ihr müsst schon zusehen, dass ihr euch so ein bisschen zur Mitte hin orientiert, damit ihr wirklich den Blick in den Gegenverkehr bekommt und das entsprechend absichern könnt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Prüfung gehabt mit einer Fahrschülerin, die da viel zu dicht aufgefahren ist und viel zu weit rechts stand, schlecht gucken konnte und dementsprechend sehr knapp an der linken Ecke vorbeigefahren wäre. Ich musste da sogar ins Lenkrad greifen, sonst hätten wir die höchstwahrscheinlich sogar getroffen und da war die Prüfung natürlich zu Ende. Ja? Also achtet darauf, dass ihr nicht zu weit rechts steht, dass ihr nicht zu dicht auffahrt und dass ihr dann auch mit entsprechendem Lenkeinsatz wirklich weit genug wegkommt von der linken Ecke des Müllfahrzeugs. Ja? Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier gleich auch eine Möglichkeit finden, das richtig absichern zu können. Und dann fahren wir mal an der Müllabfuhr vorbei, an dem großen Fahrzeug. So, und ansonsten ist es natürlich jetzt hier Stop and Go. Ne? Ihr müsst natürlich immer damit rechnen, dass sie jetzt hier permanent anhält, von einer Tonne zur anderen fährt. Also Spiegel, Blinker, Schulterblick, alles ist frei. Und dann können wir jetzt hier mit entsprechendem Abstand und einer geringen Geschwindigkeit, also ungefähr 17 km/h habe ich jetzt auf dem Tacho, zweiter Gang ist drin, da kann ich da wirklich vorsichtig dran vorbeifahren, ohne dass ich die Jungs behindere oder gefährde. Das müsst ihr natürlich immer ausschließen in diesen Situationen, egal von welcher Seite ihr kommt, ob der Müllwagen jetzt auf eurer Seite steht oder ob das Ganze im Gegenverkehr stattfindet. So, jetzt werden wir uns das Ganze mal anschauen, wie das mit den gelben Säcken aussieht. Und ihr seht ja schon, die Jungs sind jetzt hier so richtig am Rotieren. Ist eine enge Straße. Das Fahrzeug steht jetzt auch im Moment so, dass ich da gar nicht dran vorbeikomme, weder im Gegenverkehr noch von hier. Und haben wir einen Moment Zeit. Also ihr seht schon, die sind natürlich jetzt hier echt
auch mit Arbeit beschäftigt. Das heißt, der Fokus liegt bei denen jetzt auch wirklich mehr hier darauf, dass sie fertig werden. Natürlich werden sie den Verkehr beobachten, aber die Sorgfaltspflicht ist eindeutig jetzt wieder bei euch. Ihr müsst hier wirklich aufpassen. Hier ist echt Bewegung drin. Die laufen hin und her vom Fahrzeug weg, von einer Seite zur anderen. Also müsst ihr wirklich hier echt sehr gut beobachten. Dann kommt natürlich hier auch noch mit dazu, dass unter Umständen Leute hier noch mit reinlaufen, die vielleicht noch mal gerade schnell einen Sack bringen oder vielleicht sich gelbe Säcke abholen möchten. Das kommt auch noch damit rein bei den Säcken, relativ häufig. Da kann es auch mal sein, dass vielleicht auch mal ein Sack aus der Hand fällt oder ein Sack reißt auf, dann liegt hier irgendwo Müll auf der Fahrbahn. Das muss eingesammelt werden, dass es alles noch ein bisschen länger dauert. Also von daher wirklich ganz genau beobachten. Ansonsten mit dem Vorbeifahren ist natürlich genau dasselbe wie mit den Tonnen letztendlich dann auch. Und was euch zusätzlich auch noch passieren kann, ist, dass der das Warnblinklicht anmacht und fängt an zu piepen, dass der irgendwo rückwärts einsetzen muss in irgendeine Sackgasse, wo die halt nicht wenden können. Von daher müsst ihr da wirklich gut aufpassen. Genau das passiert jetzt hier nämlich auch. Also sehr gutes Beispiel. Er hat es eigentlich auch mit der Hand schon angezeigt. Und dann machen die natürlich die Fahrbahn zu, ne? Also von daher das auch wahrnehmen. Und Moment stehen bleiben, mal genau beobachten, was hat er jetzt wirklich als nächstes vor. Nicht, dass ihr in diesen Bereich reinfahrt und der quetscht euch irgendwo ein und ihr kommt da natürlich nicht dazwischen durch. Ne? Ja, dann werden wir jetzt gleich nochmal gucken, dass wir auch eine Möglichkeit finden, an den Jungs hier vorbeizukommen mit dem großen Fahrzeug, wie wir das bei den Tonnen auch schon mal gemacht haben. Und dann müssen wir mal gucken, was die so uns dann Platz lassen können natürlich auch. Ne? Okay, der geht auf die linke Seite. Ne, geht er nicht. Okay, macht hier erstmal dicht. Dann kommen wir natürlich jetzt in dem Moment jetzt hier nicht vorbei. Also damit sichert er natürlich jetzt auch seinen Kollegen jetzt hier komplett ab, ne? Dass jetzt hier wirklich sich keiner dazwischen quetschen kann. So, jetzt macht er ein bisschen Platz, fährt auf seine Seite. Und ihr seht auch das Warnblinklicht an. Gegenverkehr haben wir nicht. Ich habe mich jetzt hier abgesichert. Spiegel, Blinker, Schulterblick. Und ja, dann fahre ich jetzt hier vorsichtig so ungefähr so mit 15 km/h vorbei. Und ja, dann ist das Ganze wirklich auf der sicheren Seite. Es hätte natürlich jetzt noch sein können, dass er die Tür aufmacht, dass er zusätzlich mit aussteigt und seinen Kollegen unterstützt. Also da müsst ihr auch mitrechnen. Deswegen halt wichtig, wirklich entsprechenden Sicherheitsabstand, Geschwindigkeit runter. Und dann könnt ihr beobachten und dann könnt ihr vor allen Dingen reagieren, wenn wirklich noch irgendwas ist. Und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und gefährdet keinen, behindert die Jungs nicht bei der Arbeit. Und dann ist alles im grünen Bereich. So ihr Lieben, dann habe ich noch zwei weitere Tipps für euch zum Thema Müllabfuhr. Schaut euch bitte mal dieses Bild hier an. Ja, das geht auch schnell, dass ihr die Situation habt, dass der Müllwagen im Gegenverkehr steht. Und da müsst ihr halt auch wieder mit angepasster Geschwindigkeit vorbei, ähnlich wie das bei den Bussen ist. Ihr könnt da nicht einfach so vorbeifahren. Ihr müsst damit rechnen, dass unter Umständen die Arbeiter über den Fahrstreifen laufen, um Tonnen oder gelbe Säcke von der anderen Seite zu holen. Die stehen, ja, wenn sie am Fahrzeug arbeiten, mit dem Rücken zu euch und können das schlecht beobachten. Also von daher bitte langsam, vorsichtig. Das ist erstmal für einen Moment eine unklare Verkehrssituation. Ihr könnt durch das Fahrzeug nicht durchgucken. Also entsprechender Abstand, entsprechende Geschwindigkeit, so dass ihr auf jeden Fall reagiert. Könnt, ja? Dann gibt es noch eine weitere Sache, die wichtig ist für euren Theorietest. Und zwar, wenn ihr mal genau beobachtet, dann haben die Müllwagen vorne und hinten dieses schwarze A auf weißem Untergrund. Schaut euch mal genau dieses Bild an. Das taucht im Fragebogen auf. Ja, wenn das schwarze A auftaucht in eurem Theorietest, dann macht bitte das Kreuz bei Abfall. Dann seid ihr auch, was das angeht, auf der sicheren Seite. Das waren meine Tipps für euch zum Thema Müllabfuhr. Ich denke mal, ihr habt gemerkt, dass es so einige Schwierigkeiten gibt, die ganz schnell mal dazukommen können in eurer praktischen Führerscheinprüfung. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das nicht auf die leichte Schulter nehmt, dass ihr genau wisst, wie ihr euch verhalten müsst, was ihr machen könnt, was ihr ja unter Umständen vielleicht in der einen oder anderen Situation dann eher lieber erstmal lassen solltet. Ja? Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in den Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.